Thomas dann bitten, alles Weitere zu Beginn erstmal zu übernehmen. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Zunächst mal schön, dass wir heute diesen Termin dann wahrnehmen können und den zweiten digitalen Vereinsdialog heute an diesem Ausweichtermin durchführen können. Das zeigt, dass du zumindest auf dem Wege der Besserung bist und danke, dass du dich bereit erklärt hast, das heute dann von zu Hause aus zu begleiten. Wir wünschen dir natürlich alle zusammen alles Gute und schnelle Genesung, dass du dann auch wieder hier im Rathaus mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ein herzlicher Gruß natürlich auch in die Runde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben viele positive Rückmeldungen auf den ersten Vereinsdialog bekommen und so war es uns dann auch ein Anliegen, das zu Beginn dieses Jahres dann nochmal mit euch durchzuführen, euch aktuelle Informationen zu geben, euch natürlich für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich würde dich, Michael, bitten, in der Tat dann das Durchführen durchs Programm und die Moderation dann gleich wieder zu übernehmen, weil das hier mit dem kleinen iPhone tatsächlich ein bisschen fuckelig ist. Zu Beginn haben wir ja neben der Begrüßung auch ein paar aktuelle Themen aus dem Rathaus beziehungsweise zum alles beherrschenden Thema Corona auf der Tagesordnung. Ich will es jetzt nicht zu sehr in dieser Corona-Lastigkeit haben heute Abend, weil wir ja viele Dinge glücklicherweise dann auch in die Zukunft denkend in die Lage nach der Pandemie dann schon planen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, was man nicht verschweigen kann im Moment. Die Zahlen sind in der Tat so, dass die Infektionen kreisweit deutlich nach oben gehen. Wir haben heute eine Inzidenz von über 2000 und tagesaktuell in Medebach eine Zahl von 204 Infizierten bei uns im Stadtgebiet. Das liegt immer noch etwas unterm Kreisdurchschnitt bei uns und wir haben trotz dieser hohen Zahlen aber durchaus auch Werte, die ein Stück weit Mut machen. Klar hört man im Moment bei jedem Gespräch, das man hat, dass die Infektionen dann wirklich flächendeckend in unserer Stadt und unseren Dörfern da sind. Und es gibt kaum ein Telefonat, ein Gespräch, was ich führe. Das wird euch auch so gehen, dass man nicht hört, ja, mein Sohn hat es, meine Tochter hat es, meine Schwester, was weiß ich was, oder selbst infiziert. Aber, und das ist wie gesagt das gute Mutmachende, bei insgesamt momentan 6.421 Fällen Stand heute im Hochsauerlandkreis haben wir nur, immer noch zu viel, aber immerhin nur 35 Patienten, die stationär aufgenommen worden sind. Das heißt also, von den Infizierten 0,54% sind stationär aufgenommen und die Patientinnen und Patienten, die wirklich schwer erkranken, nämlich auf die Intensivstation müssen, das sind von dieser großen Anzahl 6, also 0,09%. Und das ist das, was im Moment bei allen Gesprächen, die ich auch mit den Ministerien habe, bei allen Gesprächen, die ich mit den Gesundheitsämtern habe, bei allem, was man aber auch über die Fachleute in den Medien hört, das Ermutigende, dass man wirklich sicherlich auch ein Stück weit aufgrund der entsprechenden milder verlaufenden Krankheitsbilder bei der Omikron-Variante, aber auch durch die in unserer Region und Stadt glücklicherweise überdurchschnittlich hohe Impfquote in eine Situation kommt, wo es zwar immer noch nicht klein zu reden ist und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist und nicht zu verharmlosen ist, aber es den ganz großen Schrecken zu verlieren scheint. Und das ist das, was nach vorne schauend uns dann tatsächlich auch Mut macht. Denn im Moment all das, was wir auch tun, dass wir sagen, wir lassen unsere Ausschusssitzung im Februar ausfallen und raten auch dazu, bestimmte Veranstaltungen, wenn sie denn nicht sein müssen, dann eben momentan noch nicht durchzuführen.
ist es aber so, dass es da nicht mehr wie zu Beginn der Pandemie darum ging, Angst vor der Überlastung des Gesundheitssystems zu haben, Angst um wirklich Lebensgefahr für Erkrankte zu haben, sondern das scheinen jetzt wirklich absoluteste Ausnahmefälle zu sein. Und im Moment geht es tatsächlich bei diesen Maßnahmen auch, wenn man mit Landes- und Bundespolitik spricht, darum, dass man ein Stück weit diese Welle verlangsamen möchte, weil ansonsten durch die Erkrankungen, die ja immer noch zu einer mindestens 7-tägigen Quarantäne führen, dann bestimmte Dinge nicht mehr laufen, weil einfach die Arbeitskräfte nicht mehr da sind und ihr kennt das von euren Arbeitsstellen, eine ganze Schicht ausfällt oder im Kindergarten oder Schule die Betreuung nicht mehr funktioniert oder die Schulbusse nicht mehr fahren, wenn zu viele krank sind und. Das könnte man in alle Berufsgruppen durchdeklinieren und insoweit ist das im Moment so ein Punkt, wo wir sind, wo wir merken, da geht es jetzt um die Ausfallzeiten und eben nicht mehr um die große Sorge, zumindest bei der ganz, ganz, ganz überwiegenden Anzahl derer, die betroffen sind, dass es lebensgefährliche Krankheitsbilder gibt. Und das ist das, was so ein Stück weit uns dann eben auch die Hoffnung gibt, nach vorne zu gucken, um dann von dieser pandemischen in die endemische Lage zu kommen, die uns dann an vielen Stellen einfach auf ein großes Stück Normalität in unserem täglichen Leben wiedergeben würde und die uns dann auch Mut macht und Motivation bringt, die Dinge nach vorne zu planen, Veranstaltungen in Richtung Sommer, über die wir ja dann heute im weiteren Verlauf auch noch sprechen und jeder von euch in den Vereinen sicherlich auch bestimmte Dinge im Kopf hat, die er gerne dann dieses Jahr durchführen würde. Ansonsten natürlich auch inhaltliche Themen, da will ich mich bewusst kurz fassen, weil wir ja viele, viele Informationen heute auch wieder zusammengetragen haben, die für euch als Vereine wichtig sind. Einmal möchte ich ansprechen das Thema Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle. Wir befinden uns da tatsächlich jetzt absolut auf der Zielgeraden. Die Technik funktioniert, das Wasser ist drin, es wird warm, die Filterung und Chlorung funktioniert, die technischen Anlagen müssen noch ein bisschen aufeinander eingestellt werden, aber das sind jetzt letzte Kleinigkeiten, die wir da noch zu beheben haben. Und wir haben jetzt, das muss ja alles dann am Ende des Tages passieren, wenn alles funktioniert, dafür sind wir in Deutschland, jetzt müssen alle möglichen Fachbehörden eben noch vorbeikommen und die Abnahmen machen, sei es die Bauabnahme, sei es der Brandschutz, sei es die Berufsgenossenschaften, sei es das Gesundheitsamt wegen Wasserhygiene und. Die sind jetzt alle angefordert. Wir hoffen, dass die Termine im Laufe des Februars spätestens bis Mitte März durchgeführt werden können. Und somit haben wir uns dann jetzt auch getraut, erstmals einen Termin zu nennen, dass wir sagen, so um den 15.03. herum wollen wir dann öffnen. Wenn es dann der 13. wird oder der 17., da kommt es dann nicht drum, aber das ist so der Punkt, wo wir zumindest für Schulschwimmen und Vereine öffnen wollen. Für den öffentlichen Badeverkehr müssen wir dann halt schauen. Das hängt sicherlich auch von der Entwicklung ab, wenn wir dann deutlich sinkende Zahlen haben. Einfacher, als wenn wir da irgendwo noch eine 2G-Regelung beachten müssen. Da müssen wir dann sehr genau schauen, wie wir das dann auch personell stemmen können. Ansonsten sind wir wie immer intensiv unterwegs in Richtung Fördergelder. Einen Erfolg konnten wir jetzt vermelden. Wir haben durch ein Sonderförderprogramm, was es gibt, Stärkung der Innenstädte, hier für die Medebacher Innenstadt, insbesondere den Marktplatz, bei einem Programmaufruf, wo man ganz kurzfristig einen Antrag stellen musste, in 1-2 Sonderschichten es hinbekommen, einen Antrag zu stellen, der tatsächlich jetzt auch genehmigt worden ist, ist ein Projektvolumen von 200.000 Euro. Das ist deshalb so ein spannendes Projekt, weil es 90% Fördergelder gibt. Das heißt, man kriegt für 200.000 Euro, die man ausgibt, 180.000 Euro dabei. Und da geht es insbesondere um Attraktivitätssteigerung auf dem Marktplatz. Da denken wir an Aufenthaltsqualität, wie entsprechend hochwertige Sitzgelegenheiten. Wir denken an Spielmöglichkeiten, die da geschaffen werden sollen. Wir denken insbesondere an Begrünung, die immer schon gefordert wird, gerade hier von den Bürgerinnen und Bürgern in der Kernstadt. Und wir haben an der Stelle
weil das auf dem Marktplatz ein Stück weit schwierig ist mit der Tiefgarage, die drunter ist. Da kann man schlecht Pflanzbeete und so weiter anlegen. Aber da gibt es gerade bei diesem Förderprogramm ganz gute Ideen mit großen Pflanzkübeln, wo man dann über den Sommer entsprechend mit Pflanzkübeln und Bäumen, die da drin sind, das Ganze schön begrünen kann. Und wenn man größere Veranstaltungen hat oder im Winter, kann man das dann eben mit einem Gabelstapler oder einem Radlader zur Seite fahren, sodass man da weiter die Flexibilität des Marktplatzes erhält. Gleichzeitig gibt es Zusagen, dass wir unser integriertes Stadtentwicklungskonzept vorantreiben können. Wir haben da jetzt im letzten Rat an das bewährte Stadtentwicklungsbüro Juncker & Kruse, mit dem wir schon eine Zeit arbeiten, den nächsten Auftrag rausgegeben. Und das sind dann eben die Grundlagen, die wir brauchen, um das Städtebauförderkonzept weiterschreiben zu können und dann auch für die zukünftigen 5 Jahre ab 2023 fortfolgende Fördergelder aus der Städtebauförderung in unsere Stadt holen zu können, sodass wir auch da gute Grundlagen geschaffen haben. Wie gesagt, es gibt noch zig andere Themen, da könnte ich dann aber sicherlich den ganzen Abend auch mit hinbekommen, aber dann sollten wir jetzt an dieser Stelle kurz unterbrechen, weil wenn es Fragen eurerseits gibt, könnt ihr die selbstverständlich jetzt gerne stellen. Ansonsten können wir dann aber auch in der Tagesordnung weitermachen und die Punkte, die Michael für heute Abend auf der Agenda vorgesehen hat, abarbeiten. Ich schließe meinen Part. Wie gesagt, bin natürlich noch den ganzen Abend dabei. Wenn da Fragen kommen, stehe ich auch gern zur Verfügung oder für ergänzende Hinweise. Schließe meinen Part aber mit einem ganz großen Dank an euch alle, an ihr, die ihr aktiv seid, in den Vereinen, in den Orten, in der Kernstadt. Denn das ist auch ein Stück weit das, was uns getragen hat, was uns motiviert hat in der schwierigen Zeit, die wir alle miteinander momentan haben und viele Sachen, die unser Zusammenleben ausmachen, einfach auf der Strecke bleiben, dass ihr da auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt habt, sondern immer gesagt habt, wir überlegen, welche Alternativen es gibt, wenn man das, was man eigentlich wollte, nicht durchführen könnte und auch für dieses Jahr jetzt schon wieder Planungen habt. Und dafür sage ich euch ganz herzlich danke für euer großes Engagement in euren Vereinen und freue mich auf den Austausch heute Abend. Ja, vielen Dank, Thomas. Dann übernehme ich gerne wieder zunächst das Kommando. Ich hatte eben einmal kurz eingeblendet die Tagesordnung. Ich gehe gleich noch einmal drauf zurück. Aber hier seht ihr jetzt auch nochmal neben den aktuellen Dingen, die Thomas gerade berichtet hat, ging es ja insbesondere uns auch darum, auch eure Fragen beziehungsweise eure Herausforderungen zu beantworten, unterstützend dort mit tätig zu sein. Am Ende kann ich es auf einen Nenner bringen. Die Hauptrückmeldung betraf wirklich das Thema Förderprogramme. Welche Unterstützungsmöglichkeit gibt es da für uns Vereine, gerade in dieser schwierigen Situation? Und da möchten wir jetzt gleich auch etwas näher und vertiefend drauf eingehen. Ich habe einige Förderprogramme euch mitgebracht mit Kurzinformationen, nicht alles in der Ausführlichkeit, aber immer mit dem entsprechenden Link, wo ich die Informationen am Ende des Tages dann auch nochmal nachlesen kann. Auch nicht jedes Programm ist schlussendlich für jeden natürlich gleich interessant. Auch da müsst ihr bitte schauen, welche Schlagworte aus den entsprechenden Folien für euch da entscheidend und interessant sein können, um es dann weiter verfolgen zu können. Freue mich auch an dieser Stelle nochmal, dass zum einen Horst Frese mit dabei ist, der gleich auch noch wenige Sätze auch zu dem Punkt Abgabenordnung, Paragraph 52, den ihr seht, auf der Agenda sagen wird. Genauso Christoph Hammerschmidt zum Thema LIDA-Neubewerbungsphase 2023 bis 2027 und die Dagmar Köster, unsere Chefin des Orga-Teams für unser Straßenmaler-Festival/Stadtfest, was wir ja dieses Jahr nach wie vor planen und in Angriff genommen haben und uns hoffentlich da auch nichts mehr im Wege stehen wird in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir das wie geplant am 25. 26.06. dann bei uns dann auch in der Kernstadt durchführen können, mit allen Vereinen, Institutionen, Organisationen aus dem kompletten Stadtgebiet, aber da dann entsprechend an gegebener Stelle von Dagmar mehr dazu. Ja, kommen wir erstmal zu den Förderprogrammen und die Bitte an euch, ruhig, wenn Fragen sind, immer zwischendurch dann per Chat oder Handzeichen kurz melden. Falls ich irgendwas übersehe, Christoph, du bist auch ein erfahrener Zoomer, guck bitte auch mal mit drauf und unterbreche ansonsten gerne, freue ich mich über deine Unterstützung.
Ja, anfangen möchte ich mit einem Programm, was kein neues ist, aber was nochmal verlängert wurde. Und mit einfachen, Antragsformalitäten auch möglich ist, hier entsprechende Fördermittel zu generieren, nämlich das Programm Neustart Miteinander. Der ein oder andere wird es tatsächlich womöglich auch im letzten Jahr schon mal genutzt bzw. beantragt haben. Bei diesem Programm ist es so, dass Investitionen bis maximal 5.000 Euro als reiner Zuschuss unterstützt werden können. Also Gesamtkosten in Höhe von 10.000 Euro werden mit 50% maximal 5.000 Euro unterstützt. Und das Ganze ist jetzt verlängert worden bis zum 31. Mai 2022, was die Antragsfrist angeht. Und der Durchführungszeitraum ist bis zum 30.06.2022 verlängert worden. Das bedeutet im Umkehrschluss, alles, was ihr als Vereine womöglich an Veranstaltungen im ersten Halbjahr diesen Jahres plant, wäre grundsätzlich über dieses Programm förderfähig, um für euch selber das Risiko rauszunehmen, weil natürlich auch noch nicht absehbar ist, was schlussendlich in den nächsten Wochen, Schrägstrich Monaten uns noch alles womöglich erwartet und welche Veranstaltungen, geplanten Veranstaltungen auch tatsächlich durchgeführt werden können, hätte ich hiermit zumindest so eine kleine Möglichkeit, mir einen Risikopuffer hier über dieses Programm auch zu beantragen, um am Ende des Tages verantwortlich auch in Planung reingehen zu können. Ich habe das Ganze mal auf den Folgeseiten auch beispielhaft aufgeführt. Einmal nur, damit ihr seht, dass dieses Programm an sich erstmal sehr einfach zu beantragen ist. Das Antragsformular besteht aus insgesamt 5 Seiten, wovon die ersten 2 Seiten, die ihr seht, einfach nur aus Daten besteht, also wo ihr schlussendlich eure Vereinsdaten eingebt, Ansprechpartner, Bankverbindungen. Auf der dritten Seite schlussendlich eure Maßnahme kurz angebt, eine kleine Einnahmen-Ausgabenrechnung natürlich mit als Finanzierungsplan anhängen müsst. Und dann auf der vierten Seite, seht ihr es hier oben, gibt es noch eine kleine größere Möglichkeit, dann die Maßnahme etwas im Detail zu beschreiben. Und das Ganze wird dann online rausgeschickt über das Antragsportal vom Land NRW. Ich habe den Link, ihr bekommt im Nachgang, wir haben ja eure E-Mail-Adressen und ansonsten die Präsentation, wie gesagt, stelle ich auch gerne nachher auf unserem Kanal bei YouTube ein, dass ihr dann über die entsprechenden Links, die auf jeder Seite in diesen Präsentationen dann zu den einzelnen Förderprogrammen enthalten sind, da auch vertiefende Informationen euch ziehen könnt. Also wie gesagt, von der Antragstellung ist das sicherlich ein sehr, sehr überschaubarer Aufwand. Innerhalb von wenigen Minuten, halbe Stunde, Stunde für den Verein sicherlich erledigt. Und das Einzige, was ihr als Anlage benötigt, ist eine Bestätigung von uns. Diese findet ihr als Vordruck aber auch auf der Seite vom Land, dass wir als Stadt bzw. Gemeinde dann bestätigen, dass dem Vorhaben aus unserer Sicht nichts entgegensteht, unter natürlich Einhaltung der entsprechenden Schutzbestimmungen. Und dann kann der Antrag schon online versandt werden. Und beispielhaft einmal an 3 Szenarien aufgeführt, wie sich das verhalten könnte. Im ersten Beispiel zum Beispiel ist es eine Vereinsplanung mit Ausgaben in Höhe von 6.000 Euro, heißt 50% Förderung davon wären 3.000 Euro, den ich an maximalen Zuschuss bekommen könnte. 75% von diesem Zuschuss würden auch direkt nach Bewilligung sofort auf das Vereinskonto ausbezahlt, um auch erste notwendige Investitionen für das Vorhaben tätigen zu können. Und die restlichen 25% würden ausbezahlt, nachdem ich den Verwendungsnachweis dann wiederum abgegeben habe. Und ihr seht unten, der Verwendungsnachweis, auch der ist kurz und knapp zu erbringen nach der Veranstaltung. In diesem Fall habt ihr zum Beispiel an Plankosten 6.000 Euro angegeben. Rechts unten seht ihr es auf diesem beispielhaften Szenario. Habt 2.500 Euro eigene Einnahmen erwirtschaftet, habt 75% von diesen 3.000 Euro bekommen. Die 2.250 wäre dementsprechend ein Minus von 1.250 Euro von der Veranstaltung. Eingetreten ist es tatsächlich so, dass die Einnahmen etwas höher waren, die Zuwendungen geflossen sind und ein Minus von 900 Euro gemacht habt. Und da dann minus über 750 Euro steht, was halt diese verbleibenden 25% sind, würdet ihr diese 750 Euro dann auch nach Einreichung des Verwendungszwecks auf euer Konto ausbezahlt bekommen und hättet halt voll die 50% als nicht rückzahlbaren Zuschuss auf euer Konto erhalten. In einem Beispiel 2
von der Höchstsumme 10.000 Euro, auf die diese 50% gezahlt werden können. Also Gesamtkosten unten in dem Plan 10.000 Euro. Einnahmen waren in diesem Fall 5.000 Euro geplante. 75%, die ich von meinen 5.000 bekommen habe, 3.750, wäre wieder ein zu erwartendes Minus von 1.250. Das ergibt auch genau schlussendlich die Abrechnung, die ihr einreicht. Und auch in diesem Fall würdet ihr dann diese verbleibenden 1.250 Euro auf euer Vereinskonto ausgezahlt bekommen. Und das dritte Szenario, aber wie gesagt, alles im Nachgang auch dann einmal für euch noch für in Ruhe zu lesen. Hier sehe ich es jetzt so aus, dass ihr insgesamt Kosten von 16.000 Euro hättet. Maximaler Zuschuss, wie gesagt, sind aber 5.000, 50% von 10.000. Und hier hättet ihr in diesem kalkulierten Fall zunächst mit einem Minus von 2.250 Euro kalkuliert, habt am Ende aber einen Überschuss erwirtschaftet von 500 Euro. Und dementsprechend ist es so, dass dann diese verbleibenden 25% nicht mehr an euch ausgezahlt würden und auch diese 500 Euro Überschuss zurückgezahlt werden müssten. Also ihr wärt dann mit plus minus null aus der Veranstaltung rausgegangen und dürftet dann einfach nur diese anfänglich Gutschrift von ja, verbleibenden 3.250 Euro dann bei euch auf eurem Vereinskonto behalten. Aber diese drei Beispiele zeigen, ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Programm, um das Risiko aus den Planungen weitestgehend rauszunehmen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen Verein, die im ersten Halbjahr was planen, hier drüber die Veranstaltung auch wirklich umsetzen zu können. Ein zweites Programm ist das Förderprogramm 2.000 mal 1.000 Euro. Das heißt, 2.000 Anträge werden vom Land mit 1.000 Euro gefördert. Hier stehen noch nicht die abschließenden Förderbedingungen fest, aber man kann davon ausgehen, dass das Programm fortgeschrieben wird, analog dem letzten Jahr. Das heißt, für dieses Jahr können voraussichtlich am 1. April Anträge gestellt werden auf der Seite engagementförderung.nrw. Unten auch nochmal in Rot der Link, wo ihr direkt zu dem Programm kommt. Und das Schwerpunktthema ist beibehalten worden vom letzten Jahr. Gemeinschaft gestalten, engagierte Nachbarschaft leben. Und hier habt ihr einfach die Möglichkeit, wirklich auch sehr, sehr, sehr einfach pauschal 1.000 Euro bei Mindestausgaben von 1.000 Euro, die natürlich dafür erbracht werden müssen, zu bekommen. Beispiele, wie sie hier stehen, Besuchsdienste, ein Adventsnachmittag für ältere Menschen, einfach gemütliches Beisammensein, auch vielleicht für Musikvereine zum Beispiel interessant, gemeinschaftlich da mit den Schützenvereinen was zu machen oder in welcher Richtung auch immer. Und auch Sachmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Erstaktivitäten können darüber gefördert werden. Ihr seht das hier nochmal, dass ich, wie gesagt, mindestens 1.000 Euro auch an Ausgaben brauche, um den Festbetrag von 1.000 Euro als reinen Zuschuss zu bekommen. Und förderfähig sind am Ende aber auch alle Kosten, die ich tatsächlich bei der Veranstaltung habe, wie Getränke und so weiter. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, lau saufen, aber es soll halt wirklich dazu dienen, zusammenzukommen. Aber auch Mietkosten oder Musikkosten, Honorarkosten, all diese Dinge können über diese 1.000 Euro abgedeckt werden und auch pauschal geleistete ehrenamtliche Stunden können mit 15 Euro angesetzt werden. Auch hier wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, relativ mit überschaubarem Aufwand diese 1.000 Euro für sein Vorhaben zu bekommen. Wichtig, 1.4., einfach mal selbst bitte reinschauen auf der Seite, wie sich zu dem Zeitpunkt dann die Bedingungen ergeben haben und auch im Nachgang stehen wir natürlich im Tagesgeschäft immer für euch dann auch bei Rückfragen zur Verfügung. Auch das ist ein Programm, der Heimatcheck, den wir beim letzten Mal auch schon mit in der Präsentation hatten, aber auch hier ist es wichtig, euch immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, das ist wirklich ein Programm, wo die allermeisten schon Berührungspunkte von hatten und auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren schon beantragt haben. Wichtig hier, momentan zumindest, so wie es aussieht, das letzte Jahr, wo der Heimatcheck beantragt werden kann. Offiziell läuft bisher die Frist am 31.12.22 aus. Die Bezirksregierung hat zwar avisiert, dass es womöglich auch verlängert würde, aber die Garantie dafür haben wir noch nicht. Aber es sind noch entsprechende Mittel im Topf. Normalerweise ist es üblich, bis im Vorjahr Oktober immer fürs Folgejahr den Antrag zu stellen. Aber da noch Gelder zur Verfügung stehen, ist es auch jetzt unterjährig noch jederzeit möglich für 2022.
Fördermittel zu beantragen, sprich 2.000 Euro zu beantragen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass das Vorhaben auch wirklich dann bis zum Jahresende abgeschlossen ist. Und der Verwendungsnachweis muss dann bis Ende Februar nächsten Jahres bei der Bezirksregierung vorliegen. Aber wie gesagt, hier haben schon viele von euch die Dorfgemeinschaften insbesondere, sei es irgendwelche Spielgeräte oder sonstige kleinere Investitionen, sich drüber fördern lassen. Und das Antragsverfahren erfolgt auch online. Und auch das darf ich glaube sagen, ist relativ überschaubar und einfach gehalten. Aus aktuellem Anlass, das hatte ich vor kurzem der Presse entnommen, das ist jetzt allerdings dann für die Musikvereine in erster Linie interessant. Der Spielmannsclub Blau-Weiß-Oberschledorn hatte seinen Antrag gestellt über den Bundesmusikverband in diesem Programm Neustart Kultur und haben da entsprechend 2.600 Euro bekommen. Auch hier gibt es das noch nicht offiziell, ich habe es zumindest noch nicht gefunden, aber auch das Programm soll fortgeschrieben werden und Antragstellungen wahrscheinlich dann wieder neu ab dem 28.02. möglich. Also wenn da im Kulturbereich irgendwas gemacht werden soll, sei es der Musikverein oder auch andere kulturelle Dinge von Lesungen, Kunst oder was auch immer man sich da vorstellen kann, schaut einfach mal dann auch zu gegebener Zeit bitte auf die Seite vom Bundesmusikverband beziehungsweise auf die Seite mit den Schlagworten Impuls, wie es hier heißt, Impuls Neustart Kultur, da werdet ihr alle Informationen online dann finden. Ja, und dann gibt es die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Auch hier hatte ich schon mal einen Hinweis insgesamt auf Stiftungen, auch im ersten Vereinsdialog gegeben. Das ist natürlich nur eine Auswahl von Förderprogrammen, die wir uns heute hier angesehen haben und für euch aufbereitet haben. Daneben, ihr wisst selber, wenn ihr bei Google einfach mal Vereinsförderung eingibt, wird es eine Vielzahl von weiteren Seiten geben, insbesondere viele, viele Stiftungen, die dort auftauchen, private Stiftungen, Landesstiftungen, Bundesstiftungen oder was auch immer. Also da mag es natürlich durchaus sein, dass dort noch interessante Programme für eure Vorhaben dabei sein können. Nur wir haben uns hier versucht, natürlich aufs Wesentliche erstmal zu beschränken, wo ansatzweise erstmal für jeden was Interessantes bei ist. Und gerade hier über die Deutsche Stiftung habe ich selber einmal positive Erfahrungen sammeln dürfen, nämlich über den Verein Wir sind Medebach hatten wir für Wir sind Digitaldorf hier einen Antrag gestellt, hatten knapp 5.000 Euro im letzten Jahr bewilligt bekommen. Und auch das war wirklich sehr überschaubar und einfach gehalten. Und auch wenn das Programm wirklich an der Stelle weit überzeichnet war, waren wir die Glücklichen. Und deswegen, wer die Möglichkeit hat und meint, gleich eins der folgenden Programme könnte auf ihn passen, auch da einfach den Antrag stellen. Bis auf ein wenig Zeit kostet es für euch nichts. Aber wie das Ganze jetzt aussieht, da werde ich euch mal zeigen. Nämlich es gibt über die Stiftung unterschiedlichste Programme für das Jahr 2022. Das sogenannte Mikroförderprogramm, das Programm Zukunftsmut, 100-mal digital, engagiertes Land und der sogenannte Bildungsturbo. Und es gibt noch keine genauen Programmbestimmungen für diese einzelnen Programme. Aber es gibt zu jedem Programm schon die Ankündigung von Informationsveranstaltungen. Das ist üblich hier. Das haben wir damals auch mitgemacht und das war auch wirklich sehr gut aufbereitet. Innerhalb von einer Stunde hatte man immer alle notwendigen Informationen, die ich für die Beantragung des Programms auch brauchte. Und hier fangen wir an mit dem Mikroförderprogramm, Ehrenamt gewinnen, Engagement binden, Zivilgesellschaft stärken. Hier geht es darum, Vorhaben mit bis zu 2.500 Euro zu fördern, Thema Nachwuchs gewinnen, bürgerschaftliches Engagement stärken und erleichtern. Wenn ihr meint, das könnte grundsätzlich ein Programm sein, was von den Schlagworten zu euch passt, kann ich nur empfehlen, dass ein Vereinsvertreter sich einfach mal die Zeit nimmt und sich zu einem dieser Termine anmeldet. Es gibt jeweils eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen, immer mit dem gleichen Inhalt. Also wenn man die erste verpasst, nicht schlimm, kann ich an der zweiten oder dritten teilnehmen. Das wäre Programm 1. Daneben gibt es das Programm Zukunftsmut. Hier geht es auch darum, insbesondere Kindern und Jugendlichen Bewegungs-, Gesundheit-, Bildungsangebote zu unterbreiten. Wenn ich an Bewegung, Gesundheit denke, auch da zum Beispiel könnte man sich vorstellen, für den einen oder anderen Sportverein womöglich interessant oder sonstige Bildungsangebote, in welchem Kontext auch immer ich anbiete. Auch hier gibt es die näheren Informationen, beginnt am 9. Februar bis in den März hinein.
Dann gibt es das Programm 100-mal digital, auch das für gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland, um sich Fragen zu beantworten, wie gehe ich mit internen Wissensdaten und Mitgliedermanagement um, beziehungsweise wie führe ich es bei mir im Verein ein, welche Digitalstrategie habe ich in meinem Verein, wie hoch die Fördermittel für diese Dinge sein werden, steht jetzt hier noch nicht in den aktuellen Ausführungen drin. Aber wenn ihr euch da auf den Weg gemacht habt, mit eurem Verein digital zu werden, könnte das vielleicht dann auch an der Stelle etwas Interessantes für euch sein. Und das Letzte ist das Programm Engagiertes Land. Hier geht es einfach darum, um den Aufbau und die Weiterentwicklung von Angeboten, von der Ehrenamtslandschaft insgesamt, was sich im Einzelnen darunter verbergen kann. Es ist weit gefasst. Ich kann es euch leider an dieser Stelle noch nicht sagen, aber auch da einfach bei Interesse bitte reinschauen. Oh, jetzt habe ich gesagt, das Letzte, der Bildungsturbo ist der Letzte. Hier geht es jetzt auch nochmal um Kooperation untereinander mit der Deutschen Stiftung für Ehrenamt. Und hier muss ich gerade selber einmal nochmal lesen, Bildungsformate begleiten und unterstützen, um euch entsprechende Reichweite und Wirkung auch mit an die Hand zu geben, beziehungsweise euch dahingehend zu unterstützen. Auch hier einfach bitte wieder reinschauen. Ja, das einmal eine Zusammenfassung von dem, was an Programmen über die Deutsche Ehrenamtstiftung möglich wäre. Wie gesagt, Details könnt ihr euch in den nächsten Wochen dort besorgen. Nehmt an den Infoveranstaltungen teil, sofern es interessant ist. Und wir kommen gleich ja auch noch auf weitere interessante Programme, nämlich im Zusammenhang mit LIDA, sei es Kleinstprojekte, Christoph, ne, oder dann auch schlussendlich die reine LIDA-Förderphase, die dann neu ab 2023 beginnen wird, wo ja auch schon viele Vereine in der Vergangenheit von profitiert haben. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir einen Punkt auch noch zwischengeschoben auf Hinweis vom Horst Frese, nämlich Stichwort Abgabenordnung, Paragraph 52, die die gemeinnützigen Zwecke regelt. Ihr seht das hier in der Abgabenordnung, ist ja aufgeführt, unter welchen Prämissen beziehungsweise unter welchen Aktivitäten ein Verein als gemeinnützig anerkannt werden kann. Und unter anderem geht es hier auch um den Punkt 24, nämlich um die allgemeine Förderung des demokratischen Staatwesens. Und da hatte Horst Frese unter anderem auch mit Thomas Grosche Kontakt in einem Zusammenhang über einen Vortrag, den er gehalten hatte, und hatte hier auch dann einfach mal in den Raum gestellt, ob das ein Thema sein könnte, was für uns alle interessant ist. Aber deswegen, Horst, würde ich dich bitten, einmal ein paar Sätze dazu zu sagen, zu deiner Intention und ob das, wie gesagt, vielleicht für uns alle im Stadtgebiet als Verein interessant sein könnte, hier mal näher drauf zu schauen. Der Hintergrund war folgender. Ich beschäftige mich seit 2 Jahren mit der nationalsozialistischen Zeit und auch der Nachkriegszeit. Und der Hintergrund war, dass ich hier bei uns in Hüdinghausen im Dorf so eine ganze Reihe Unterlagen gefunden habe. Zum Beispiel auch den Bürgermeisteraktenkoffer aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. Der war noch da. Und es gab noch ein Protokoll, hochinteressant, von den verschiedenen Vereinen. Es gab Tagebücher, es gab vom Pastor die Chronik. Und da kam eine ganze Menge zusammen, was einem hilft, nachzuvollziehen, wie die Zeit gelaufen ist. Das war das eine. Dann kam ich im Zusammenhang im Zufall, durch Zufall auch darauf, dass es in Medebach die Pogromnacht, wo ja mehrere jüdische Geschäfte zerdeppert worden sind, die Synagoge auch kaputt gemacht worden ist, dass die 1951 ein gerichtliches Nachspiel gehabt hat. Und das Ergebnis war, dass eine ganze Reihe Medebacher da wegen Landfriedensbruchs verurteilt worden sind mit Gefängnis. Auch schon gar nicht so bekannt. Das war so der Hintergrund. Und darüber habe ich dann auch einen Vortrag gehabt im Demografieausschuss in Medebach. So, und jetzt kommt es zum Konkreten. Kurz danach sah ich ja im Fernsehen, wie eine Politikerin in Sachsen durch einen Spaziergang, sogenannten Spaziergang, unter Druck gesetzt wurde, privat, in ihrer Familie, weil die vor sich gingen und versuchten, da Krach zu machen. Und das war eine typische Einschüchterung.
und diese Absicherungen sind kreuzgefährlich, weil nämlich die brauchen ja nicht nur auf der Bundesebene zu sein, die können genauso gut auf der kommunalen Ebene sich im Kommunalpolitik engagiert, mit dem Ergebnis, wenn seine Familie unter Druck gesetzt wird durch solche Spaziergänge oder Ähnliches, dann verliert er die Lust zu wirken jetzt in der Politik. Das Ergebnis wäre eine Gewaltschwung unserer Demokratie. Und da dachte ich, da müssen wir auch als Vereine überlegen, wie wir dazu stehen. Ich hatte noch 1933 vor Augen, da ist die Gleichschaltung der Vereine aber relativ reibungslos gelaufen, weil es im Vereine, da gab es zwar, in den Vereinen gab es auch einige, die dagegen waren. Und die haben auch da praktisch gegen gekämpft, aber viele in den Vereinen, die haben die Schnauze gehalten. Und von da gesehen konnte sich die Minderheit durchsetzen, dass die Vereine dann gleichgeschaltet wurde, teilweise mit ganz üblen Folgen für ehemalige Vereinsmitglieder. Und das Gleiche darf uns in Zukunft hier nicht wieder passieren. Das war mein Grundgedanke. Man darf nicht denken, dass die Gefahr nur ganz abstrakt ist und dass das ganz oben auf der Bundesebene ist. Das kann genauso gut hier in den Dörfern auch sein oder in Städten auch sein. Und von daher gesehen müssten wir uns mal nicht Gedanken machen, dass wir in unseren Vereinen, dass wir da auf keinen Fall das einreißen lassen, dass so antidemokratische Aktionen hoffähig werden. Und dass wir darüber hinaus aber auch überleben, möglicherweise auch andere schützen können, die in Gefahr geraten sind. In dem Zusammenhang ist mir gerade nur so an, mein Vater, der war 1933 in Paderborn, da hatte er ja Abitur gemacht ja, beim Bischof. Und 1933 wurden auch schon die Pasteure von der SA verfolgt. Und da hat mein Vater, der hat sich dann bereit erklärt, Leibwache für einen Pastor zu sein. Ja, der ist dann immer abends mit dem nach Hause gegangen, damit dem nichts passierte. Das war so ein konkreter Fall, wie man sich engagieren kann. Und insofern meine ich, auch in Olsberg gibt es auch schon diese Spaziergänge. Insofern meine ich, wir müssen da aufpassen. Und wenn jetzt in der Richtung sich was entwickelt, dann dürfen wir nicht einfach wegsehen. Aber das Thema ist natürlich etwas speziell und insofern denke ich, das ist heute Abend nur ein Anstoß, den möchte ich auch hiermit geben. Ich kann das mal weitergeben an dich, Michael. Genau, vielen Dank, Horst. Wir hatten ja gesagt, dass tatsächlich das einfach jetzt nur mal ein kleiner Aufschlag sein soll, dass du auch deine Gedanken hier, weil es sich nun mal um heute einen Vereinsdialog handelt, auch kundtust und auch persönlich finde ich es natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber und glaube es auch zu wissen, dass viele Vereine da natürlich in der Richtung auch aktiv unterwegs sind, arbeiten, aber nichtsdestotrotz auch, wie du ja sagst, insbesondere auf die Zukunft abzielend, da auch eine Art Vorsorge zu treffen, dass wir bewusst dieses Thema immer auch vor Augen haben und inwieweit sich das am Ende des Tages auch in einem Satzungszweck wiederfinden lassen muss, lasse ich mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig, weil ich habe auch hier einfach mal einen Link unten zu einem Artikel beigefügt, wo es gerade in einem Verein, der sich politisch engagierte, am Ende hochrichterlich zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit gekommen ist. Solche Gefahren dürfen dann natürlich daraus nicht resultieren, wiederum für den Verein. Nichtsdestotrotz würden wir einfach mal schauen, wenn das in eurem Interesse ist und ihr sagt, ja, ist durchaus ein Thema, wo wir mit gerne uns mal beschäftigen und auch mal vielleicht einen Referenten oder auch einen Politiker zu hören, dass wir das im Rahmen einer nächsten, womöglich in dieser Runde Vereinsdialog dann auch tun werden. Ich glaube, das wäre für diesen Moment, Horst, dann erstmal das, was wir erreichen wollten und schauen dann einfach mal, inwieweit wir das Ganze bei nächster Gelegenheit vertiefen. Es sei denn, jemand von euch jetzt aus der Runde hat hierzu jetzt auch weitere Anmerkungen, dann gerne natürlich melden. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir auch hier dann zunächst erstmal weiter. Ja, vielen Dank, Horst. Ja, gerne. Ja. Kommen wir zur Liederförderphase 2023 bis 2027. Nochmal herzlich willkommen, Christoph Hammerschmidt, Regional-Leader-Manager für unsere Region. Danke, dass du die Zeit dir auch heute Abend nimmst. Sehr gefragter Mann die letzten Wochen und Monate, insbesondere wegen der Umsetzung auch von unseren gemeinsamen Liederprojekten, insbesondere Wir sind Digitaldorf. Aber jetzt mal etwas anderes, nämlich schlussendlich, welche neuen Projektideen könnten noch eingebracht werden, beziehungsweise sind schon eingebracht worden und wie sieht das Ganze überhaupt jetzt zukünftig mit LIDA aus? Bitte schön, Christoph. Ja, hallo erstmal. Ich meine, toll, dass ich jetzt dran bin, wo du vorhin die ganzen anderen Förderprojekte vorgestellt hast, auf denen man quasi auf einer Serviette einen Antrag stellen kann und jetzt komme ich mit LIDA. Ja. Aber LIDA ist natürlich nicht ganz so einfach, ne? Aber ich meine, die meisten von euch haben wahrscheinlich schon Erfahrungen mit LIDA gemacht und LIDA ist auch
Also ich habe das jetzt irgendwie in meiner, ich bin jetzt 6 Jahre bei LIDA dabei und ich habe irgendwie gemerkt, es ist gar nicht so wahnsinnig schlimm. Also die Anträge sind nicht so hart und viele von euch haben es ja sicher auch schon mitgekriegt. Es wirkt erstmal schlimm, ist es aber gar nicht. Und LIDA hat den großen Vorteil, dass es so Leute gibt wie mich und meine Kollegin Katrin, die wirklich alle Leute, die LIDA-Ideen haben, in der Projektentwicklung, in der Ideenentwicklung unterstützen und vor allen Dingen dann hinterher auch im ganzen Förderprozess bei den Anträgen und allen wirklich unterstützen. Und LIDA-Mittel sind Fördergelder, also sind Steuergelder. Steuergelder müssen halt auch wirklich verantwortungsvoll verteilt werden. Das habe ich auch in den letzten 6 Jahren gelernt. Also deswegen viele von den Sachen, die einen so abschrecken, sollten eigentlich gar nicht abschrecken. Und wie gesagt, es gibt Hilfe. Aber jetzt konkret. Wir haben jetzt in den letzten 6 Jahren 60 LIDA-Projekte durchgeführt. Und LIDA funktioniert so, dass es immer in 7 Jahren Rhythmus läuft. Das heißt, du hast eine Förderphase, die 7 Jahre dauert, danach kommt die nächste Förderphase mit 7 Jahren. Und um sich zu bewerben als LIDA-Region, muss man alle 7 Jahre ein neues Konzept schreiben. Ein neues Konzept für die, wie man sich die Entwicklung einer Region vorstellt. Also was man denkt, was in den nächsten 7 Jahren für jetzt im konkreten Fall unsere Region, das Hochsauerland, wichtig ist. Und leider haben wir dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel Zeit für dieses Konzept gehabt und es ist auch noch genau in die Corona-Phase jetzt reingefallen, dass wir gar keine richtige tolle Bürgerbeteiligung machen konnten. Also wir hatten seit jetzt Ende November Zeit bis quasi Anfang diesen Monats, Februar Zeit, dieses Konzept auszuarbeiten. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir haben ein Büro engagiert, das uns hilft, dieses Entwicklungskonzept zu schreiben und es ist fast fertig, also wir sind da auf sehr gutem Weg und wir werden das tatsächlich am 9. Februar werden wir dieses Konzept online vorstellen und Sie werden alle auch demnächst noch eine Einladung dazu, also quasi morgen eine Einladung dazu kriegen und wenn Sie diese Einladung nicht persönlich kriegen sollten zu diesem Online-Termin, wo das neue Entwicklungskonzept vorgestellt wird, dann schreiben Sie mir entweder eine E-Mail oder gucken Sie auf unsere Internetseite. Denn auf unserer Internetseite werden wir auch die Einladung dann noch veröffentlichen. Ich könnte jetzt natürlich einiges zu dem Entwicklungskonzept, was wir jetzt praktisch in der Rohversion fertig haben, sagen, aber das werde ich nicht, weil das machen wir dann im Februar, am 9. Februar. Und es ist auch noch gar nicht hundertprozentig mit dem Vorstand und mit der LAG abgesprochen. Also wie gesagt, am 9. gibt es dazu Informationen. Aber was ich vielleicht schon sagen kann, ist, die Chancen, dass wir wieder LIDA-Region werden ab 2023, die sind sehr hoch. Also es ist meiner Information nach, sind Gelder für um die 40 LIDA-Regionen, stehen Gelder für um die 40 LIDA-Regionen zur Verfügung. Bisher haben wir so, glaube ich, 27 LIDA-Regionen. Das heißt, es werden in Nordrhein-Westfalen wesentlich mehr LIDA-Regionen geben. Es wird wesentlich mehr LIDA-Regionen geben. Anträge für neue LIDA-Regionen sind, glaube ich, 44 oder 45 im Augenblick am Start. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, es werden keine LIDA-Regionen, die einen Antrag stellen, abgelehnt. Und insofern, wir als Bestandsregion, auch sehr erfolgreiche Bestandsregion, haben da extrem gute Karten, ab 2023 wieder neue Fördergelder zu kriegen. Deswegen haben wir auch jetzt quasi schon für die Bewerbung haben wir ein Online-Portal gestartet, wo Sie, Vereine, Menschen ihre Ideen zu neuen Projekten schon mal eintragen können. Das sind jetzt keine Anträge, das sind einfach nur Ideen, die wir mit in die Bewerbung aufnehmen. Da sind über 100 Ideen reingekommen. Also in den letzten, also das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also das durch ein Online-Verfahren, wo Leute ihre Ideen eingeben, wirklich 100 wirklich großartige Ideen zum Teil eingetragen worden sind, die auch Teil unseres Entwicklungskonzepts werden. Das sind aber jetzt nicht unbedingt die Ideen, die hundertprozentig gemacht werden. Das zeigt, also soll eigentlich des Ausschusses, also des Bewertungsausschusses eher zeigen, wie kreativ unsere Region einfach ist und was wir in den nächsten 7 Jahren anstellen wollen. Wir werden aber nichtsdestotrotz dieses Online-Portal offen halten, auch über die gesamte Förderphase, dass Sie, wenn Sie Ideen haben, Sie das da immer eintragen können. Und dieses Online-Portal finden Sie auf unserer Internetseite www.lida-hochsauerland.de. Da ist oben rechts ein großer grüner Button. Da können Sie draufklicken und da finden Sie die jetzt kreativ werden Button, wo Sie Ihre Ideen dann eintragen können.
Das wollte ich halt nur noch mal sagen. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt wieder LIDA-Region werden, werden wir ab 2023 wieder 2,7 Millionen Euro bekommen an Fördergeldern und können damit wieder, weiß ich nicht, ich schätze mal, in den letzten Phasen waren es immer so um die 60 bis 70 Projekte umsetzen. Also wir haben wieder ganz frisches Geld und sind dann wieder auf Ihre Kreativität angewiesen und auf Ihre tollen Ideen. Denn LIDA ist halt ein Programm, da werden jetzt keine kommunalen Projekte, also zum großen Teil werden da wirklich Projekte von Ehrenamtlern unterstützt. Projekte, die der Bürger selber hat eine Idee, was fehlt an und in den Dörfern, in den Städten. Und diese Projekte werden dann durch das Regionalmanagement auch nochmal verbessert. Es werden Zusätze gemacht, sie werden weiterentwickelt und werden dann gefördert. Darauf baut LIDA. LIDA ist bottom-up, also die Ideen kommen von unten und wir helfen Ihnen dabei, diese Ideen umzusetzen. Deswegen ist LIDA halt unheimlich wichtig. Und wir freuen uns sehr, wenn jetzt in der nächsten Zeit wieder ganz viele neue Ideen von euch kommen werden, denn wir haben neues Geld, die umzusetzen, werden neues Geld kriegen, die umzusetzen. Zusätzlich zu LIDA haben wir noch ein zweites Förderprogramm, was wir betreuen. Das sind die sogenannten Kleinprojekte. Und da ist es uns von der Landesregierung zugesichert worden, dass wir in den nächsten, wir haben es nicht genau gesagt, aber ich glaube, in den nächsten 5 Jahren weiterhin jedes Jahr eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt kriegen, mit der kleine Projekte bis zu einer Summe von 20.000 Euro Gesamtkosten relativ unbürokratisch umgesetzt werden können. Und wir wissen nie genau, wie viel Geld jedes Jahr kommt. Bisher waren es immer 200.000 Euro für Projekte in unserer gesamten Region Hochsauerland. Das 200.000 Euro ist, glaube ich, die Maximalsumme. Es kann auch mal sein, dass ein bisschen weniger kommt, aber ist bisher noch nicht passiert. Und das ist halt das zweite Förderprogramm, was wir betreuen, wo wir auch immer wieder neue Ideen brauchen. Für dieses Jahr 2022 ist es leider schon ausgeschöpft, aber für das nächste Jahr stehen wir wieder offen für neue Projektideen. Und Thomas Grosche hebt einmal Christoph auf die Hand, um das Ganze sicherlich noch ergänzen zu können als Vorsitzender der LIDA-Region. Genau. Ja, vielen Dank, Michael. Inzwischen geht es auch wieder besser hier, weil ich jetzt wieder an meinem normalen Rechner einmal deinstalliert und neu installiert habe, Zoom, und schon funktioniert es wieder. Ich kann das total unterstreichen, was Christoph gesagt hat. Darf er jetzt, wie du gerade gesagt hast, schon seit vielen Jahren Vorsitzender unserer LIDA-Region sein, möchte dann aber den Vorsitzendenhut jetzt in dieser Medebacher Runde abnehmen und den Bürgermeisterhut aufsetzen und deshalb ganz besonders euch nochmal motivieren, tatsächlich aktiv zu werden, zu überlegen, Projekte einzubringen, sowohl in den LIDA-Prozess als auch für die Kleinprojekte. Denn am Ende des Tages versuchen wir in der Region immer das Geld gerecht zu verteilen unter den 6 Kommunen. Das sind ja die 6 Kommunen des Altkreises Brilon, die in unserer Region zusammengeschlossen sind. Aber es war auch immer so, dass wir gegen Ende der Förderphase für die Städte, die noch Projekte in der Warteschleife hatten, dann Gelder verteilt haben, wenn andere Städte sie nicht komplett abgerufen hatten. Und deshalb ganz bewusst in dieser Medebacher Runde nochmal den Hinweis, wir haben in den letzten Förderphasen sowohl im LIDA-Prozess als auch bei den Kleinprojekten immer ein bisschen mehr Geld bekommen, als uns eigentlich von der Aufteilung, die wir offiziell nach außen nicht haben dürfen, aber die wir in der Region eben, um es gerecht zu halten, haben, in Medebach bekommen, weil es immer richtig viele gute Ideen gab. Und wenn dann andere Städte kamen und sagten, Mensch, wir kriegen das Geld nicht komplett abgerufen, dann war immer ein Projekt da, wo wir die Hand heben konnten und sagen konnten, hier, wir hätten aber noch eins, und das wird dann eben im Vorstand zwischen den 6 Kommunen vernünftig besprochen. Und klar, bevor Geld zurückgegeben wird ans Land, was nicht ausgeschöpft wird, wird dann natürlich gesagt, gut, dann bitte da verwenden, wo gute Ideen da sind. Und deshalb möchte ich wirklich nochmal dafür werben, für die Förderphase und für die kleinen Projekte Ideen einzubringen, die
Antragstellung ist mit der Unterstützung des Regionalmanagements ganz gut hinzukriegen. Die sind wirklich richtig fit, Christoph und Katrin, und helfen da jedem gerne weiter, dass man das auch mit überschaubaren Mitteln hinbekommt. Und da gibt es echt Riesenchancen. In der letzten Förderphase war der Fördersatz bei den LEADER-Projekten ja 65%. Es gibt erste Hinweise, dass der mindestens genauso hoch, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen höher sein könnte. Und insoweit ist das echt ein lohnendes Programm. Und bei den kleinen Projekten ist der Fördersatz ja sogar noch ein bisschen besser. Insoweit immer gerne Anträge stellen. Wenn wir zu viele haben, haben wir die Ideen dann vielleicht für die Zukunft. Auch nicht enttäuscht sein, wenn man dann nicht direkt zum Zuge kommt. Aber wie gesagt, bisher hat uns das immer sehr geholfen, dass wir so viele kreative Ideen hier aus dem Stadtgebiet bekommen haben. Genau, und das bezieht sich nämlich auch auf die Region. Also wir als Region Hochsauerland sind wirklich in den letzten Jahren immer eine der aktivsten und kreativsten Regionen überhaupt gewesen. Und das hat uns wirklich auch geholfen, dass wir am Ende der Förderphase schon sehr schnell an die Grenzen unseres Budgets gekommen sind, also das Geld fast ausgegeben haben. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Förderphase, ich glaube, insgesamt fast 500.000, 600.000 Euro zusätzlich gekriegt haben von anderen Regionen, die halt nicht so aktiv, wo der LEADER-Prozess auch nicht so richtig in der Bevölkerung verankert ist wie bei uns. Also jeder von Ihnen kennt LEADER inzwischen. Und man kann ja hier keine 500 Meter gehen, ohne über ein LEADER-Projekt zu stolpern. Und das kriegt man auch mit und wir verbreiten das auch gut in der Presse. Und insofern sind wir eine der aktivsten LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen und sind da auch sehr, sehr stolz drauf, muss ich auch wirklich sagen. Und das hat uns auch geholfen, dadurch, dass wir immer noch zusätzliche Fördergelder kriegen. Und das wollen wir halt in der nächsten Förderphase auch wieder erreichen. Sehr schön. Vielen Dank, Christoph. Ich glaube, der Appell ist angekommen. Nutzt die Möglichkeit, auf der Seite LEADER-Sauerland.de eure Projektideen einfach schon mal einzutragen, bevor es zur endgültigen Antragstellung dann irgendwann kommen wird. Ich weiß, es befinden sich ja noch einige Projekte in der Umsetzung, beziehungsweise stehen kurz vor der Umsetzung. Auch da sind noch sehr schöne Dinge zu erwarten. Und hier haben wir einfach ein hervorragendes Instrument an der Hand, um auch etwas größere Projekte fördern lassen zu können. Im Gegensatz zu dem, was du ja gerade sagtest, Förderantrag bei meinen eben vorgestellten Programmen auf einer Serviette. Ja, da sprechen wir aber auch über andere Beträge in der Regel, über Kleinstbeträge. Und bei LEADER wissen wir ja auch, dass auch durchaus Förderungen da im sechsstelligen Bereich möglich sind. Ja, der Teufel steckt immer im Detail, auch bei den Bierdeckelanträgen, bei den anderen Programmen. Auch da kann es Probleme geben. Und bei LEADER ist halt der Vorteil, es gibt das Regionalmanagement, das genau solche Sachen die Leute da durchleitet und auch solche kleinen Probleme verhindert. Genau, und das macht ihr hervorragend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Deswegen vielen Dank dafür. Und wenn keine Fragen aus der Runde an dieser Stelle sind, würden wir auch schon wieder weitergehen. Ich meine, wir haben gleich zum Abschluss natürlich auch noch genügend Zeit und Freiraum, auf eure weiteren Fragen eingehen zu können. Ich sehe keine Hand hier. Da kommt eine. Horst Frese nochmal bitte. Ja, ich hätte jetzt in dem Zusammenhang noch eine Frage wegen eines bisherigen LEADER-Projekts an den Herrn Bürgermeister. Und zwar, wir haben ja jetzt auch als ein sehr interessantes LEADER-Projekt die Arbeitsgemeinschaft der Heimatverein im Stadtgebiet Medebach zusammen mit dem Medebach Heimat- und Geschichtsverein dieses Geschichts- und Geoparkportal im Foyer des Museums entwickelt. War auch sehr viel Fleißarbeit bei, dass wir ja 70, 80 Sehenswürdigkeiten und Themenwege erstmal sammeln mussten, Fotos dafür sammeln mussten, ordnen mussten und dann alle praktisch die Möglichkeit haben, dass man die auf eine Leinwand bringt. Und das Portal ist als LEADER-Projekt fertiggestellt, vor einem Monat so ungefähr oder schon etwas früher. Und jetzt ist aber nur ein Problem, weil ja das Museum in Medebach, weil das ja noch in Entwicklung ist, auch in der baulichen inneren Entwicklung. Und es wird gesagt, ja, wir können das jetzt nicht eröffnen, dieses LEADER-Portal, weil in dem Museum, weil da noch Bauarbeiten sind, und da kann Staub geben und dann kann das gefährlich werden für die sensiblen Techniken im Foyer. Meine Frage, das Museum hat ja drei Eingänge. Braucht man unbedingt diesen Eingang hier, der durchs Foyer geht? Oder könnte man nicht die anderen Eingänge nutzen, dass man dann doch dieses Foyer in absehbarer Zeit eröffnet? Denn bald fängt ja auch die Tourismussaison wieder an. Das wäre ganz blöd,
wenn wir dann ein halbes Jahr lang praktisch das geschlossen hätten und die ganze Tourismussaison würde anders vorbeigehen. Ja, wir sind am Freitag nächster Woche da nochmal in der Videokonferenz für die weitere Abarbeitung. Ich gehe davon aus, dass wir im Lauf der nächsten Woche mit den gröberen Arbeiten fertig werden und dann ab Mitte nächster Woche dann mit den Malerarbeiten gestartet werden kann. Da wird dann nochmal der ganze Boden abgeschliffen und dieses Abschleifen kann natürlich dann nochmal zu einer großen Staubentwicklung führen und da wollen wir lieber sicher gehen, dass wir das dann noch sauber abgedeckt haben, bevor wir dahinter das wirklich sehr, sehr gelungene, mit viel ehrenamtlicher Arbeit auch bestückte Portal da beschädigen. Danach, und das ist eine absehbare Zeit von vielleicht einem Monat insgesamt, sind dann aber die gröberen Arbeiten, die wirklich auch Schmutz machen, fertig. Und wenn wir die erledigt haben, dann können wir gerne über deine Idee sprechen, dass wenn es nur noch darum geht, Vitrinen aufzubauen, Ausstellungsstücke wieder als Exponate ins Museum einzubringen, dann geht das sicherlich auch über einen anderen Eingang und dann kann man das sicherlich auch dann schon eher eröffnen und muss nicht warten, bis das Museum dann irgendwann im Sommer fertig ist. Und ich glaube, das passt dann auch ganz gut dazu, wenn wir jetzt wirklich es so haben, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle irgendwann Mitte, Ende Februar ist und wir dann über den März nachdenken können, wenn die groben Arbeiten im Museum da durch sind und dann keine große Verschmutzung mehr, dass das Modell vorne gefährdet, dass man dann das Ganze dann auch betretbar machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, dass wir dann wirklich deinen Vorschlag aufnehmen können und sagen können, dann machen wir die anderen Dinge über die anderen Eingänge. Aber bei der starken Staubentwicklung wäre es mir wirklich lieber, wenn das noch gut eingepackt ist vorne. Ja, das höre ich gern. Prima. Dann sei mir nur die Anmerkung erlaubt, Horst. Unsere Tourismussaison hat auch am 1.1. schon angefangen und geht bis zum 31.12. Von daher. nein, aber es ist gut und richtig und wichtig, dass natürlich dann auch bei Zeiten dann euer gelungenes Projekt eröffnet werden kann. Und auch davon wollen wir ja schlussendlich alle profitieren. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir Richtung März, irgendwo April, dann spätestens auch über das Foyer sprechen können. Ja, dann kommen wir weiter. Ich sehe keine weitere Hand. Er will nicht immer sofort reagieren hier auf meine Weiterklickaktion. So, doch, jetzt macht das wieder. Nur noch einmal ein Hinweis an dieser Stelle. Ausführlich haben wir es auch beim ersten Vereinsdialog vorgestellt, nämlich die Einführung der Ehrenamtskarte bei uns im Stadtgebiet Medebach. Und auch hier einfach nochmal der Hinweis. Sofern ihr einen Verein Ehrenamtler habt oder ihr Ehrenamtliche kennt, die verdient haben, die Ehrenamtskarte zu bekommen, dann bitte auch da den Antrag ausfüllen, den ihr bei uns auf der städtischen Seite findet. Unten seht ihr den Link. Wir haben damals die Kriterien vorgegeben. Das sind keine von uns ausgedachten, sondern schlussendlich vom Land vorgegebene, damit landesweit auch die gleichen Kriterien gelten. Die ehrenamtliche Arbeit sollte sich auf 5 Stunden in der Woche in etwa belaufen. Seit 2 Jahren sollte man tätig sein und man sollte dafür keine anderweitige Aufwandsentschädigung erhalten, beziehungsweise lediglich die Kostenerstattung. Und auch da aber auch nochmal der Hinweis an euch. Wir wissen ja, wie schwer die letzten 2 Jahre waren. Und deswegen ist es natürlich zwangsläufig nachvollziehbar, wenn die letzten 2 Jahre halt nicht in diesem Umfang ehrenamtliche Arbeit geleistet werden konnte. Aber es absehbar ist, dass sie es ja auch entsprechend wieder gemacht wird. Und deswegen, wie gesagt, wenn ihr da jemanden eurer Kameradinnen, Kameraden oder auch Vorstandsmitglieder, sonstige stark Engagierten in euren Vereinen, Organisationen oder Interessensgemeinschaften kennt, dann stellt einfach gerne wirklich den Antrag. Wir freuen uns, wenn wir da noch mehreren Ehrenamtlern die Ehrenamtskarte aushändigen können. Die ersten 3 wurden seinerzeit vergeben. Das hatten wir auch pressewirksam und öffentlichkeitswirksam getan. Schaut einfach nochmal bitte auf die Internetseite, dort findet ihr alle weiteren Informationen.
Ja, offen gebliebene Fragen an dieser Stelle, bevor ich gleich dann auch zum letzten Programmpunkt, offiziellen Programmpunkt an Dagmar Köster nochmal gerne das Wort gebe. All das, was ihr bis hierhin gehört habt, was gibt es da für Ergänzungen, Überlegungen, Rückfragen eurerseits? Darf jeder das fragen und sagen, was ihm schon immer auf dem Herzen lag? Aber auch das scheint abermals an dieser Stelle dann noch nicht der Fall zu sein. Von daher kommen wir zum offiziell letzten Punkt auf der Tagesordnung. Christoph hat die Hand gehoben. Hatte sich das erledigt, oder? Christoph, nee, das bitte. Hat sich nicht erledigt. Das fällt mir nur gerade ein, wo wir jetzt gerade mal alle zusammensitzen. Jetzt kein besonders. Also ich habe heute mit der Andrea Donner zusammengesessen und wir haben im Bezug zu dieser Dorfdigitalisierungsgeschichte, zu den Webseiten Digitale Dörfer, auch über den Vermedebacher Veranstaltungskalender mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Thema ist, was man hier mal ansprechen sollte. Die Erfahrung, die Vereine, weil jeder Vereinsvorsitzende hat ja einen Zugang zu diesem Veranstaltungskalender, ne? Und der wird halt von der Südwestfalen-IT zur Verfügung gestellt. Und die Termine werden dann auf den unterschiedlichsten Internetseiten, zum Beispiel der Seite von der Stadt Medebach, als auch der Seite von der Touristik in Medebach, aber demnächst auch auf den Seiten aller Dörfer, die an diesem Projekt Digitale Dörfer teilnehmen. Und das sind hier aus unseren Dörfern, Medebacher Dörfern, fast alle. Werden diese Vereine, diese Termine auch dargestellt. Dafür ist es allerdings auch wichtig, dass die Vereine wirklich auch da alle ihre Termine gut eintragen und auch sauber eintragen. Innerhalb dieses Projekts Digitale Dörfer haben wir natürlich jetzt auch eine Agentur beauftragt, so eine Art Hotline zu machen für uns, technische Hilfshotline. Und diese Agentur, die sitzen in Marsberg, die werde ich auch darin ausbilden, wie man die Termine als Vereinsvorsitzender oder auch halt jemand, der halt den Zugriff zu diesem Kalender hat, wirklich richtig sauber, vernünftig mit Bild, Terminen, Uhrzeit und allen nötigen Informationen eingibt. Deswegen wollte ich jetzt hier an dieser Stelle noch einmal sagen, ich werde diese Information auch noch anderweitig verbreiten, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh alles, aber das wirklich ab April für alle Vereine auch die Möglichkeit besteht, bei dieser Agentur, die heißen nicht aus Berlin, sind aus Marsberg, bei dieser Agentur Hilfe auch bei dem Eintragen von Terminen für unseren Medebacher Veranstaltungskalender zu erhalten. Und das ist sicher auch sehr im Sinne von Michael, oder? Definitiv. Wir haben ja auch Julia Stanker, du bist noch in der Runde dabei. Ich habe gerade nicht alle Teilnehmer im Blick. Genau, ich bin noch da. Ja, du regelst das ja auch bei uns auf städtischer Seite. Vielleicht möchtest du auch noch zwei, drei Hinweise geben und auch den Appell nochmal, dass natürlich auch schlussendlich nur das wir ausspielen können, was auch eingegeben wurde. Genau, es ist halt immer wirklich sehr, sehr wichtig, dass so viel wie möglich von den Vereinen oder auch Institutionen eingetragen wird, weil ja, wir uns natürlich nur auf das verlassen können, was von denjenigen auch eingetragen wird. Und da ist es natürlich immer umso schöner, je mehr Details dann auch im Veranstaltungskalender drinstehen. Genau. Und dazu gibt es ab jetzt dann auch Hilfe. Ja, und wichtig ist wirklich, dass dort auch Zusatzinformationen eingetragen werden, weil wenn jetzt nur das Schlagwort, der Name der Veranstaltung da steht, dann ist das nicht zwangsläufig gewährleistet, dass der Außenstehende sich was darunter vorstellen kann, sondern wirklich Detailinformationen hinzufügen, gerne natürlich auch noch ein, zwei Bilder und erstmal von Erscheinungsbild, von der Aufmachung her was ganz anderes, dass es ansprechend ist und wahrgenommen wird, aber wie gesagt auch von Uhrzeiten, Programm oder was auch immer dann bei der entsprechenden Veranstaltung ansteht, bitte auch durchaus ausführlich dort erfassen. Und ansonsten Fragen über Julia beziehungsweise dann Christoph zukünftig auch über dich bei den Schulungen. Danke für den Hinweis, ja, sehr wichtig. Ja, und dann sind wir tatsächlich jetzt beim Update zu unserem geplanten Straßenmalerfestival im Juni diesen Jahres. Vielen Dank an dich schon mal, Dagmar Köster, dass du dir die Zeit genommen hast, nicht nur als Vereinsmeierin hier heute dann dabei zu sein, auch für die Theatergruppe, sondern schlussendlich auch als unsere Hauptorganisatorin des Straßenmalerfestivals. Du hast gezeigt,
was man auf die Beine stellen kann mit einem guten Team im Rahmen auch des 875-jährigen Stadtjubiläums. Und von daher freue ich mich, wenn du möchtest, dass du an dieser Stelle auch noch mal ein paar Informationen uns zukommen lässt, wie der weitere Werdegang dort aussehen wird. Ja, danke. Vielen Dank. Das mache ich natürlich gerne. Ja, das geht natürlich nicht alleine. Ne? Das macht man nicht alleine. Das macht man mit dem Team zusammen, mit unserem Organisationsteam von unserem Straßenmalerfestival, im Hintergrund natürlich Gewerbe- und Verkehrsverein, dann die Stadt oder dich natürlich jetzt auch, Michael, als Ansprechpartner noch dabei. Ja, wir haben im November eigentlich den dritten Anlauf für die Planung wieder aufgenommen. Seit 2019 ist das alteingesessene Straßenmalerfest verschoben worden. Der Gedanke an diesem Festival, wir haben jetzt auch schon viele Vereine, Ansprechpartner und so weiter angeschrieben. Einige von euch haben bestimmt auch damals die E-Mail bekommen. Die ist leider so ein bisschen untergegangen, weil das, was wir planen, ist ein Festival. Wir wollen einfach dieses alteingesessene Straßenmalerfest zu einem Festival ausbauen, und zwar ein Stadtfest integrieren, was sich auch fest jedes Jahr dann etablieren soll. Der Gedanke dazu kam eigentlich damals von dieser 875-Jahr-Feier, einfach den Schwung zu nutzen und wirklich allen Interessengemeinschaften, privaten Personen, Vereinen und auch den Gewerblichen die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten. Und deswegen auch dieser Gedanke, einfach dann das Straßenmalerfest dafür zu nutzen, natürlich im Vordergrund diese Malerei auch zu lassen und auch auszubauen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das alles unter einen Hut bringen kann, um das einfach auf die Beine zu stellen. Dann auch jedes Mal Corona-bedingt verschoben, weil mit einem neuen Fest, mit einer neuen Idee ganz zu beginnen in Corona-Zeiten, das mit abgespeckten Versionen wäre wahrscheinlich auch von wenig Erfolg gekrönt gewesen. Deswegen planen wir dieses Jahr fest und wir gehen davon aus, wir hoffen wirklich, dass es jetzt im Juni, Ende des letzten Wochenende in Juli stattfinden kann, an den beiden Tagen, die halt geplant sind. Ja, wie soll das aussehen, das neue Konzept? Und zwar sind wir durch unsere Profimaler international unterwegs. Die Innenstadt ist soweit gesperrt, ein bisschen vergrößert, also ein bisschen mehr wie bei dem Straßenmalerfest. Ich kann das ganz kurz mal erzählen. Und zwar angefangen in der Oberstraße, das wäre dann geplant als Market Street, also als Marktstraße, wo sich die gewerblichen Stände befinden könnten. Dann gehen wir weiter Richtung Marktplatz runter, wo dann auch die Künstlergebiete anfangen, zuerst mit den Profimalern bis in die Hinterstraße rein, mit den Kinderbereichen und mit unseren Profis eben bis zum Rathaus hin. Und den Marktplatz wollen wir als Festival Heart, also als Herz, planen. Als was wichtig ist, ist auch immer irgendwo eine Zentrale zu schaffen für Gemütlichkeit. Es gibt ein Rahmenprogramm, es wird ein Bühnenprogramm geben, es gibt Essen, Trinken, Sitzen, Verweilen vor allen Dingen. Was ist wichtig ist, dass einfach auch eine Zentrale geboten wird, wo man bleiben kann, wo man nachher wieder losmarschieren kann. Um einfach auch ja, die Feste, also die Gäste und die Besucher zu halten. Dann eine neue Idee einfach zu versuchen, wäre in der Österstraße geplant unter Timeless Mobility. Würden sich da eventuell die Autos, also eine Ausstellung unter Cars, Technik und Oldtimer befinden? Eine ganz neue Idee eigentlich, um einfach auch einfach mal zu gucken, dass man ein buntes Klientel an Besuchern ranlockt, die dann auch wieder sagen, Mensch, so ein Straßenmalerfest oder die ganze Straßenmalerei ist uns gar nicht so bekannt gewesen. Ganz klar, je mehr Angebot, umso mehr auch die Nachfrage. Dann planen wir in der Hinterstraße ein Circle of Life, sozusagen einen Lebenskreislauf, wo ich mir vorstellen kann, dass sich dort alle Vereine vertreten können, Hobby, gewerbliche Sachen oder aus Freizeitsport. Wie das im Endeffekt dann aussieht, das muss man eben nach Anmeldung sehen. Wir sind jetzt schon auf dem Weg gewesen, dass wir viele Kontakte geknüpft haben. Wir hatten aus den Verteiler von 875 halt noch ausgebaut. Wie gesagt, viele von euch sind ja auch angeschrieben worden. Wir werden das jetzt in den nächsten 4 Wochen nochmal intensivieren. Auch telefonisch und auch nochmal über E-Mail und planen
am 7.3., das ist ein Montag, um 19 Uhr ein großes Teilnehmer- und Ansprechpartner-Treffen, um einfach, es wird auch noch mit einer Presse publik gemacht vorher, dann auch zu informieren, um dann danach in eine feste Organisation und eine Planung zu gehen, wie dieses Festival im Endeffekt sich noch näher gestalten kann. Natürlich heute Abend meine Bitte und die herzliche Einladung an alle, gerade vereinsmäßig, das weiter zu kommunizieren in den Vereinen oder auch an Privatleute und auch von außerhalb. Vielleicht wisst ihr jemanden, der gerne sagt, ich möchte oder wir möchten gerne einfach oder wir sind froh, einfach mal diese zwei Tage nutzen zu können, um uns zu präsentieren und vielleicht nur einen Informationsstand zu machen oder wir haben eine super Idee. Und wie gesagt, unter streetart@mehlbach.de gibt es einmal die Möglichkeit, sich anzumelden, natürlich über Michael Laufenruf oder über meine Wenigkeit uns anzusprechen und dann natürlich am Montag, den 7.3. und um 19 Uhr gerne ins Rathaus zu kommen in Medebach, um alles zu erfahren und auch Fragen zu stellen und so weiter. Also wie gesagt, es sind schon einige Anmeldungen auch da und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, was ganz Neues zu kreieren und ja, wir würden uns über rege Teilnahme natürlich freuen. Also nutzt es. Vielen Dank, Dagmar. Ja, unser Wunsch, dass wirklich wir es schaffen. Wir haben gesehen, was wir gemeinschaftlich erreichen können. 2019, es war ja nicht nur das große Stadtjubiläum, was wir ja vorrangig gemeinsam natürlich auch bei Top-Wetterbedingungen feiern durften. Unsere Schützen haben gezeigt, was man auf die Beine stellen kann. Viele andere Veranstaltungen in Ortschaften natürlich selbstverständlich auch. Und wenn wir es auch hier schaffen, wieder gemeinschaftlich aufzutreten, wäre das natürlich auch wieder für das komplette Stadtgebiet toll. Vielleicht eine Anmerkung, Dagmar, weil ich glaube, das war eine Frage, die du auch immer wieder bekommen hast. Im Gegensatz zu unserem 875-jährigen Stadtjubiläum, wo wir, alles in eine Kasse erwirtschaftet haben, schlussendlich auch Kosten ausgetragen haben, ist hier die Verantwortlichkeit dann doch bei den einzelnen Vereinen oder Ausstellern. So dass schlussendlich das, was erwirtschaftet wird, angeboten wird oder was auch immer dort an Erlösen erzielt wird, dann natürlich auch Umsatz des Vereins, der Interessensgemeinschaft, des Zusammenschlusses, was man auch immer dort dann anbieten möchte. Von daher kann jeder das tun, wo er meint, sich am besten mit auszukennen und dann freuen wir uns über viele, viele Anmeldungen, damit wir auch zum 7.3., wenn wir das erste große Treffen dann haben, hoffentlich auch schon einiges präsentieren können, erste Planungen vorzeigen können, in welchen Bereichen es wie bis dato dann aussieht. Und ich glaube, dann wird das wieder eine richtig schöne, große, gelungene Geschichte mit dem Samstag vorweg, eine Abendveranstaltung auf dem Marktplatz. Dann bin ich zuversichtlich mit dem Orga-Team, was wir wieder auf die Beine gestellt haben, was dich dort bestmöglich unterstützt, Dagmar, das Ganze dann auch wieder als Aushängeschild für unser Stadtgebiet Medebach präsentieren zu können. Genau, nochmal danke für den Hinweis. Wie gesagt, dass der Verein, jeder Verein das nutzen kann für sich selbst, auch halt im Verkaufsbereich. Dann auch nochmal eine herzliche Einladung an die Vereine, die vielleicht im Rahmenprogramm noch mitmachen möchten. Wie gesagt, wir werden das alles weiterhin dann noch besprechen, dass die Möglichkeit besteht, auch im Bühnenprogramm teilzunehmen. Wir planen eine kleine Parade an dem Sonntagnachmittag, aber das nochmal im Detail dann vielleicht am 7.3. oder dann an Michael oder an uns im Orga-Team oder mich, wenn Fragen jetzt schon aufgekommen sind oder der ein oder andere hat Idee, an wen er das gerne noch weitergeben möchte. Vielen Dank. Danke dir, Dagmar. Ja, damit kommen wir dann auch zum Ende. Hier nur noch eine Frage noch. Ja, bitte. Und zwar, werden Standgebühren erhoben? Ja und nein. Also für die klassischen gewerblichen Stände, natürlich müssen wir auch irgendwo unsere Fixkosten decken. Deswegen wird es im sehr überschaubaren Rahmen, wie auch in den letzten Jahren, für die gewerblichen Stände dort eine Standgebühr geben. Wenn jetzt, ich sage mal, ein Verein sich in Anführungsstrichen lediglich präsentieren möchte und bietet, ich sage bewusst, irgendwelche Nebenprodukte an, dann ist das sicherlich nicht das, wo wir dann dem Verein noch aufbürden möchten, eine große Standgebühr zu zahlen, sondern wenn es ein Verkaufsangebot gibt, sprechen wir einfach darüber, aber erstmal die klassische Präsentation eines Vereins, einer Gruppe oder was auch immer, grundsätzlich erstmal kostenfrei.
Ja, der abschließende Hinweis, falls jemand noch nicht den Newsletter bei uns aus dem Rathaus bekommt mit aktuellen Informationen, aktuell natürlich nach wie vor zur Pandemie, aber auch darüber hinaus zu weiteren Angeboten und auch Förderangeboten, schreibt mir gerne eine E-Mail und wir nehmen euch auch da in den Verteiler weiterhin mit auf gerne. Und ansonsten sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo wir nach wie vor noch die Möglichkeit natürlich für Fragen haben. Unser Ziel war irgendwo bis zur Tagesschau fertig zu werden. Von daher 10 Minuten hätten wir noch. Aber auch darüber hinaus, falls noch Dinge von euch auf jeden Fall heute Abend angesprochen werden sollten. Ich bedanke mich ansonsten an dieser Stelle auch schon mal ganz herzlich. Thomas hat zu Beginn seinen Ausführungen schon getan für euren Einsatz bei uns im Stadtgebiet. Was wären wir ohne Ehrenamt? Und umso wichtiger ist es jetzt aus der Pandemie natürlich auch wieder mit starkem Ehrenamt rauszugehen, Veranstaltungen wieder gemeinschaftlich organisiert zu bekommen. Da ist es so schön, die Leute wieder vom Sofa runterzuholen. Das Ganze verantwortlich natürlich und ganz einfach abzuwarten, was die nächsten Wochen uns da bringen. Aber ich glaube, wir können diesmal wirklich deutlich zuversichtlicher da auch in die Zukunft schauen als im letzten Jahr noch zu dieser Zeit. Und von daher vielen Dank auch von mir für euren Einsatz und alles, alles Gute, dass ihr von der Infektion verschont bleibt oder zumindest ohne große Symptome das Ganze überstehen werdet. Auf ein gutes Jahr 2022. Und jetzt stoppen wir einmal die Präsentation, dann sehen wir uns auch wieder alle. Und wer jetzt noch was loswerden möchte, herzlich gerne. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann übernehme ich nach der Begrüßung dann auch die Verabschiedung. Wenn über den Abend hinaus, beziehungsweise über die Informationen des Newsletters hinaus von euch noch Fragen sind oder Punkte sind, die jetzt für die große Runde kein Thema waren. Ihr wisst von Michael, von mir und von den anderen Kolleginnen und Kollegen, die Mailadressen, die Telefonnummern, wo wir sitzen, meldet euch jederzeit. Wir sind immer froh, wenn wir euch nicht nur wie heute Worte des Dankes, sondern auch wirklich Unterstützung zukommen lassen können. Insoweit keine Scheu, einfach melden. Wir freuen uns immer, wenn wir so ein bisschen was zurückgeben können für eure fantastische ehrenamtliche Arbeit, die ihr in den Vereinen und Orten leistet. Von mir auch nochmal ein herzliches Dank an dich, Michael, für die gute Vorbereitung und Moderation des heutigen Abends. Danke auch an diejenigen, die noch zu einem fachlichen Input beigetragen haben, also Dagmar, Horst und Christoph. Und in dem Sinne schließe ich mich den Worten von Michael nochmal ausdrücklich an und wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wer mir in den nächsten Tagen schreiben sollte, bitte verzeiht mir, wenn es nicht sofort unter Umständen eine Rückantwort gibt. Ein paar Tage bin ich noch außer Gefecht, aber dann hoffe ich, dass ich voll und ganz wieder dann im Rathaus zur Verfügung stehe. Und deswegen schreibt mir nach wie vor gerne E-Mails. Telefonisch wird es momentan die nächsten Tage noch ein bisschen schwieriger womöglich werden. Aber ich versuche alles bestmöglichst auch zeitnah zu beantworten. In diesem Sinne, schönen Abend allen und danke für die Teilnahme.